Vor 89 sind hier die Alliierten rumgefahren. Hier sind die Amis rumgefahren. Die haben teilweise auch dann angehalten, hat man mit denen gesprochen und so. Ja, es war ziemlich ruhig gewesen natürlich. Boah, sonst gibt es eigentlich hier weiter nichts zu sagen. Naja, wie gesagt, jetzt ist eine kleine Straße jetzt geworden. Und so hier vorne hat die Mauer geändert, in 100 Meter von mir aus gesehen. Ja, und da wurde also jede Stunde, wie gesagt, da vorbeigefahren. Das hat damals bei mir angefangen, wenn ich nach Westdeutschland gefahren bin, durch die Grenze. Da sind wir eigentlich wie der letzte Dreck behandelt worden. Und das ist bei mir drin geblieben. Irgendwann waren wir ja dran. Also wir haben die Pässe abgegeben, dann haben wir irgendwann nach 100, 100, 200 Meter wiedergekriegt. Das ist aus der Laufbahn da abgefahren, dann waren wir dran und dann wurde geguckt, ach, fahren Sie mal rechts raus. Musste man rechts rausfahren, dann wurde alles kontrolliert. Die Insassen alle aussteigen, Kofferraum alle raus, die Koffer alle raus. Dann wurde geguckt, was man da in den Verkleidungen so drin hat. Und das war fast bei jedem zweiten Mal. Und das ist bei mir noch drin.